Wenn jetzt ein Fenstersensor zum Beispiel des einen Herstellers merkt, dass an diesem Fenster jemand rüttelt, dann kann er das zwar der Alarmanlage des gleichen Herstellers mitteilen. Wenn man aber möglicherweise auch Technik hat, die von einem Drittanbieter ist, dann kriegt die davon wieder nichts mit. Das ist so ähnlich wie in Babylon. Und jetzt ist mir zugeschaltet Thomas Kuhn. Er war auf der Messe, wo, wie ich letzthin gehört habe, der Kühlschrank mit dem Fernseher spricht. Das war auch toll. Aber Thomas, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du dich wirklich geärgert, weil das Thema des Sprechens von dem einen mit dem anderen gar nicht so toll ist. Also ich bin ja nun ein langjähriger Besucher der Internationalen Funkausstellung, die inzwischen aus gutem Grund nur noch IFA heißt, weil man nicht mehr so sehr auf den Funk, jedenfalls den Fernsehfunk angesprochen werden möchte, sondern sich als eine Art der universellen Hauselektronikmesse versteht. Das heißt, alles, was irgendwo im Haushalt sein kann, kann miteinander funken. Das Smart Home war auch in diesem Jahr wieder ein Megathema. Kein Hersteller, der nicht irgendetwas hatte, was mit irgendetwas anderem kommunizieren sollte, notfalls mit einem Handy. Aber sie funktionieren eben tatsächlich immer nur 1:1 oder jedenfalls in ganz vielen Fällen 1:1. Ein Gerät eines Herstellers mit Geräten des gleichen Herstellers. Und das ist wirklich ärgerlich. In der Wirtschaftswoche hast du dazu dann auch sozusagen deinem Ärger Luft gemacht und hast gesagt, es gibt eine babylonische Vernetzung. Was meinst du damit? Ja. Ich habe mich bei der babylonischen Sprachverwirrung bedient. Der Gedanke ist relativ simpel. Wie ich gerade angedeutet habe, die Technik ist zwar vernetzbar, aber in der Regel nutzen jedenfalls sehr viele Hersteller eigene proprietäre Protokolle, um diese Daten auszutauschen oder eine eigene Funktechnik. Das heißt, Geräte des einen Herstellers können dann nicht mit denen des anderen zusammenarbeiten. Ein Türschloss, ein vernetztes eines Herstellers X zum Beispiel, lässt sich nicht über die App eines anderen Herstellers abfragen oder öffnen. Wenn jetzt ein Fenstersensor zum Beispiel des einen Herstellers merkt, dass an diesem Fenster jemand rüttelt, dann kann er das zwar der Alarmanlage des gleichen Herstellers mitteilen. Wenn man aber möglicherweise auch Technik hat, die von einem Drittanbieter ist, dann kriegt die davon wieder nichts mit. Das ist so ähnlich wie in Babylon. Jetzt habe ich von einem Kollegen, der auch von der Messe berichtet hat, gehört, der sagt, das ist alles gar nicht so schlimm, weil das wird dann sowieso alles über Google oder Amazon, also über Sprache gesteuert und die machen das dann schon. Wie stehst du dazu? Ist das die Wahrheit, in Wahrheit die Lösung? Sie könnte eine Lösung sein oder es könnte ein Ausweg sein, diese vielfältigen konkurrierenden Funkstandards und Sprachen zu harmonisieren. Das setzt aber zwei Dinge voraus und hat eine sehr unangenehme Nebenwirkung. Erstens, egal ob ich jetzt ein Anbieter bin, der wie beispielsweise AVM DECT als Funkübertragung nutzt oder Devolo, der Z-Wave nutzt oder Bosch, der wiederum ein eigenes Verfahren nutzt, jeder Hersteller müsste dann seinerseits eine Schnittstelle zu Google oder Amazon programmieren. Das kann der machen, dann wäre diese Verbindung hergestellt. Aber dann kommen wir zum zweiten Punkt. Es wäre wiederum der direkte Weg dazu, dass ein, zwei oder drei große kalifornische Technologiekonzerne auch den Bereich des Smart Home in Gänze dominieren. Und das wäre eigentlich eine Chance gewesen für die Industrie, da ihren eigenen Markt aufzumachen. Das heißt, eigentlich würden wir dann die Macht abgeben in Silicon Valley. Schlecht für den Standort Deutschland und schlecht für die Nutzer. So habe ich dich verstanden, richtig? Ob es schlecht für die Nutzer ist, muss jeder mit sich ausmachen. Aber es gibt durchaus Bereiche, in denen man sagen kann, das Geschäft hat Big Data aus Kalifornien noch nicht übernommen. Und es muss nicht notwendigerweise ein verlorener Markt für Deutschland sein. Es kann auch einfach ein verlorener Markt für den Rest der Industrie sein. Und das ist aus meiner Sicht eine schlechte Lösung. Wer mehr dazu wissen will, Wirtschaftswoche lesen, da steht mehr dazu drin. Thomas, vielen herzlichen Dank. Gerne. Tschüss.